Ich hab was für dich. Das Auto hat jetzt die neuen Teile drauf. Die Simulationswerte sind gut, also ich freue mich schon auf dein Feedback. Hier sind die Details. Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier bei den Giant Roosters und Formel 1 mit mir, dem P-Freak. Ja. Das Motor-Upgrade ist da. Nehmen wir doch gerne an. Und dann schauen wir auch gleich mal in unser Notebook. So, gegen Hamilton liegen wir leider hinten. Und jetzt kommt Sochi. Wir haben 300 Punkte. Und wir müssen jetzt langsam... Ja, wir müssen ran. Macht jetzt keinen Sinn, hier noch irgendwie rumzugucken, rumzudrucksen. Hier sind wir im faszinierenden Sochi-Autodrom in Russland, wo uns ein spannendes Rennwochenende erwartet, das gleich mit dem Training beginnt. Ich bin wieder mit Stefan Römer vor Ort. Schön, dich zu sehen, und ich möchte dich auch gleich fragen, wie diese Fahrer die Autos während des Trainings verbessern. Wie viel, denkst du, kennt man bereits durch Simulationen, und wie viel Arbeit muss man schließlich noch mit den echten Wagen auf der echten Strecke reinstecken? Eine sehr gute Frage, und ich glaube, es lässt sich leicht damit beantworten, dass man nie genug Informationen haben kann. Die größeren Teams haben sehr komplexe Simulationen und kluge Leute, die sozusagen im Hauptquartier mit den Zahlen spielen. Sie können dir allerdings nicht sagen, wie die Streckenbedingungen sein werden. Wie hoch wird die Temperatur sein und wie wird sich das alles auf die Reifen auswirken? Es gibt Millionen an Variablen, die für das Rennen an sich wichtig sind, doch der Computer kann das Auto den Bedürfnissen des Fahrers nie ganz anpassen. Irgendwann muss mal ein Mensch mit dem Ding fahren und alles so richtig spüren, weshalb die Fahrer unterschiedliche Einstellungen haben. Nichts ist besser als das Testfahren auf der Strecke. Genau so sieht es aus. So, wir gucken uns mal unsere Session-Info an. Und zwar Teamziele. Erster Sektor, dritter Sektor, Reifenmanagement, fünf Kurven hier aufeinander und Autoeinstellung. Ja, Streckenakklimatisierung. Komm, das fahren wir als fliegende Runde. Das geht schon. Oh, da kommen wir an einem ganz scheiß Punkt, beschissenen Punkt raus, aber das geht. Ah. Wie fühlt sich das Auto an? Komm ruhig rein, um die Einstellungen zu ändern. Dafür ist das Training ja da. Wir wollen schnell sein, aber auch sicher und konstant fahren. Lass uns da ein Gleichgewicht finden. DRS-Zone in Kürze. Bereit machen. Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. Ah, die Strecke ist nicht so einfach. Wir fahren hier mit Setup 3. Und wir verpassen eine Kurve. Damage. Wir verpassen die zweite Kurve. Da war ich zu langsam. So, das erste Ziel erreicht.
So. Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Du erhältst einen Beständigkeitsbonus, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Ja, super, aber nicht mit Verkehr voraus. Das Wetter sollte trocken bleiben. Ah. Verkehr voraus, ich macht mich so dermaßen nervös, also. So, ja, der geht wieder rein, super. Letzte Runde, das ist die letzte Runde des Programms. So, und die versuchen wir jetzt nochmal richtig rauszuholen. So. Boah, ich schwitze schon wieder, ey. Ja, Sochi ist nicht gerade die einfachste Strecke. Ja, scheiße. Auch noch 3 Punkte. Ja. Ja. Das ist doch schon mal was. Ja, ja. Ist sehr niedrig. Dein Tank ist fast leer. Komm innerhalb von 2 Runden an die Box. Ja, ich komme doch jetzt schon rein, Kollege. Alles gut. Oh, ich bin ja mal gespannt, was die uns hier für Taktiken vorgeben. Sochi. In der 15er Version. Ja, nicht eine meiner Lieblingsstrecken, aber. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Wir wollen, dass du nach dieser Runde reinkommst.
Die Stelle hier hinten hasse ich am meisten. Und die Boxeneinfahrt ist ein wenig beschissen gemacht, finde ich. Aber da macht man nichts. Vorne rechts der Reifen hat schon Blasen. Ja. So, wir haben eine Viertelstunde um. Ah, noch nicht ganz, oder? Hier, Session. Machen wir mal, genau. Alles klar, wir wollen im Laufe dieser Session zumindest für eine Reifenmischung ein Reifenabnutzungsprogramm abschließen. Wir holen dabei wichtige Informationen bezüglich Strategie und Entwicklung ein. Es wird den Aufwand also wert sein. Fertig! So, wir fahren jetzt da einmal mit den roten Reifen noch raus. Na, jetzt haben wir den Verstappen vor uns. Sebastian auf P1. Sebastian ist auf P1. Ach ja, halt die Klappe. Aber ich glaube, wir bleiben irgendwie beim Dreier-Setup oder so. Also, ich habe mal nachgeguckt bei der PlayStation, im alten, im 15er Teil bin ich hier ein Vierer-Setup gefahren. Ich habe mir das immer mal wieder so ein bisschen aufgeschrieben, für den 16er vielleicht auch. Aber... Naja. Der 15er war ja auch eher so eine halbe Version. Ach, nicht mit Verkehr, Leute. War irgend so ein lahmarschiges Auto. Wobei, Windschatten. Och nö, 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 nö. Zu weit rausgekommen. Thank you.
Okay. Noch ein Anlauf. Wir kommen nicht an unsere Zielzeiten heran. Lass uns nachsehen, wo wir noch etwas Zeit rausholen können. Auf der Bremse kann man Zeit rausholen. Aber nicht mehr, wenn man rausrutscht. Und das wird auch wieder nichts. Ja, und der fährt nur mit gelben Reifen. Ich werd bescheuert. Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. La 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 la. Ach nee, hier schon rot. Das ist ja unglaublich, wie hart das auf Experte ist. Oh, unversaut, ja. Ja. Lenken kann ich auch nicht mehr. Ja, ist Kurve abgekürzt, du kannst mich mal. Nee, nee, nee. Ja, Zeit für Reparaturen. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Ja. Ich würde sagen, wir sind echt schlecht. Von daher
beenden wir das Training heute. 40 Ressourcenpunkte von 175. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Oh, Leute. Nee, ich glaube, boah, wenn das genauso schlimm läuft wie beim letzten Mal. Nee. Ich kann nur auf Regen hoffen. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Vettel, Rosberg und Lewis Hamilton. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Ja, genau. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Wenn jetzt nichts mehr kommt. Doch, unsere Punkte. Ja. Die abschiedenen Worte hat das Spiel schon gesagt. Wir sind beim nächsten Mal mit mehr Formel 1 zurück. Von daher lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht auch ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dann, euer P-Freak. Tschüss.